Maike Babel ist 22 Jahre alt, aber sie hat schon einiges hinter sich. Zuletzt ein Jahr Verletzungspause wegen Schulterproblemen. Dabei war die Offenbacherin 1995 bereits 27. der Weltrangliste. Die ganze Schulter, also alles, was es da irgendwie gibt, das war eigentlich so ziemlich alles mal irgendwie entzündet. Das hat ganz viele Ursachen gehabt, also Kleinigkeiten, die dann alle zusammengewirkt haben. Ich habe dann zwei Operationen gehabt. Einmal ist ein Sehnenkanal ein bisschen vergrößert worden, damit die Sehne mehr Platz hat. Am anderen Mal ist nur noch ein bisschen Gewebe geglättet worden und ja, viel Krafttraining, Physiotherapie, Krankengymnastik und den ganzen Krempel. Und der wird mir wahrscheinlich auch mein Leben nicht mehr erspart bleiben. Gegen Helena Suková, immerhin auch einmal Nummer 4 der Welt, hatte sie gekämpft bis zum Umfallen. 4 zu 6, 6 zu 4 und 12 zu 10, der am Ende verdiente Sieg gegen die Tschechin. Wie geht's ihr nach diesem Marathonmatch? Noch ein bisschen müde eigentlich, aber ich denke, das gibt sich nachher dann. Wenn ich erst wieder auf dem Platz bin und mich erstmal ein bisschen bewege, dann geht es schon weg. Was haben Sie getan, um wieder fit zu werden? Ich habe mich ausgelaufen, ausgedehnt. Gestern habe ich nochmal doppelt gespielt, das war auch nicht schlecht. Einfach nochmal die Bewegung gemacht, viel getrunken, auch so Mineralzeug genommen und ich denke, das passt schon. Amanda Kutze ist jetzt natürlich nicht die einfachste Gegnerin auf Sand. Wie stellt man sich denn auf sowas ein? Ich glaube, da kann ich mich eigentlich gar nicht großartig auf sie einstellen. Ich versuche einfach mein Spiel zu spielen und ich denke, damit wird es schon irgendwie gehen. Und ich schaue einfach mal, wie es läuft und versuche es ein bisschen zu ärgern. Neben Amanda Kutze hat sich Maike Babel vor knapp 45 Minuten noch eingeschlagen. Seit einem Monat spielt sie erst wieder, die 22-Jährige. Und jetzt steht sie in der dritten Runde der French Open. Wenn mir das jemand vor einem Monat gesagt hätte, also hätte, als ich angefangen habe, wieder zu spielen, da hätte ich ihn wahrscheinlich ausgelacht und hätte gesagt, naja, träum weiter. Deswegen ist es für mich einfach ein Riesenerfolg. Und ich glaube, ich brauche mir da jetzt auch keine Gedanken mehr machen, wie es jetzt weitergeht. Maike Babel wird es schwer haben gegen Amanda Kutzer. Man darf nicht zu viel von ihr erwarten. Ihre Lieblingsfarbe ist zwar schwarz, aber Schwarz 10 gilt jetzt nicht mehr. Vor einem Jahr so hatte ich eigentlich jetzt zu dem Zeitpunkt die zweite Operation vor mir. Und da habe ich eigentlich noch gedacht, das geht. Aber dann im Herbst letzten Jahres hatte ich eigentlich wirklich schon fast den Schlussstrich runtergezogen. Und deswegen bin ich eigentlich umso froher, dass ich wieder hier bin. Was war der Auslöser, dass es jetzt doch ging? Ist die Heilung dann doch besser gewesen als erwartet? Oder hat es auch der Kopf noch ein bisschen mitgespielt? Hat er noch ein bisschen mitgeholfen? Ja, ich denke schon ein bisschen. Also ich habe mich dann einfach auf andere Sachen konzentriert und habe halt versucht, irgendwie da gar nicht mehr so dran zu denken, weil ich es auch, wie gesagt, fast schon abgehakt hatte. Aber ich denke, es war dann einfach die Zeit, die da geholfen hat. Also dass alles mal zur Ruhe gekommen ist und dann ging es eigentlich so, ab Januar ging es eigentlich wieder ganz gut bergauf.